What's up, YouTube? Einen herzlichen Willkommen und einen geilen Start erstmal in dieses neue Video, in diesen neuen Vlog. Mein Name ist Chris Bommel und danke, dass ihr wieder mit am Start seid. Leute, wir haben kurz nach 6 Uhr, ich bin gerade aufgewacht. Wir gehen jetzt erstmal duschen, dann richten wir unsere Supplemente. Apropos Subs, wird heute eine große Rolle hier in dem Video spielen. Also seid auf jeden Fall gespannt, wen oder den einen oder anderen das juckt. Und ja, ich bin noch nicht so ganz wach, aber geht jetzt erstmal duschen, dann sehen wir uns gleich wieder. Einigermaßen wieder fresh. Und jetzt schauen wir uns mal meine Morning Subs an, die es bei mir jeden Morgen gibt. Eigentlich immer direkt nach dem Aufstehen. Angekommen hier in meiner Supplement-Küche, fängt man ganz basic-mäßig an mit meinem Morning Drink. Sprich, es gibt erstmal 15 ml Apfelessig. Das Ganze in der Kombination mit 15 Gramm Glutamin. Dann gibt es am Morgen sowas wie, ich habe es hier stehen, Cholesterin Support, Kidney Support. Dieses Supplement, Leute, kann ich echt nur ins Herz legen, wenn ihr zum Beispiel gegen Wassereinlagerungen zu kämpfen habt. Auf alle Frauen, wo ihre Tage haben. Game Changer. Dann gibt es Zink, Vitamine A bis Z, Omega 3, D3, K2, Liver Support. Genau, Omega 3 habe ich schon. Dann ballere ich mir jetzt gleich mal eine Enzyme noch rein. Das sind eigentlich meine kompletten Morning Stack Enzyme, weil es gibt gleich die erste Mahlzeit, die ich mit Kohlenhydrate, sprich, dann kommt auch unser GDA ins Spiel oder zum Einsatz, gerade um eine bessere Kohlenhydrataufnahme zu regenerieren. Und ja, das sind so wie gesagt meine Morning Subs. Dann richte ich jetzt noch meine Tasche. Dann sehen wir uns gleich oben Leute in der Küche, wenn es meine erste Mahlzeit gibt. Weil dann schon wieder flach und dünn. Oben angekommen in der Küche, Leute, hier mit dem neuen Climax T-Shirt, richtig, richtig sick. Gibt es jetzt erstmal, bevor es noch meine Meals gibt, einmal den Hellburner und mein STDB. Einmal für die Fahrt und einmal fürs Frühstück. 4 Tabs vom Hellburner rein damit. Frühstück Intus. Jetzt geht's auf den Weg Richtung Chimmy. Friends, jetzt geht's noch zum Edeka. Ein kleines Pre holen und ja. Ich bin gerade richtig, richtig glücklich, denn sie haben wieder beste Cashew-Mousse, Leute. Beste. Das wird es erstmal gönnt. 2 Cashew-Gläser. Warum, weshalb? Weil ich es einfach mag. Hat keinen Sinn. Ich komme gut damit klar. Und I have das Gefühl, give me more energy in the training. Ja, Leute, noch eine kleine Pause und dann essen wir noch die Hälfte von dem hier. Dann sind wir, glaube ich, auch schon da, Leute. Wir kommen hier vom Nice, Leute. Und ja, jetzt gehen wir rein. Ihr habt es gesehen, halbes Cashewglas, Glas Butter. Ihr wisst, das ist mein, wurde gesnackt. Und ja. Jetzt gehen wir erstmal rein. Leute, was geht ab? Wir sind mittlerweile angekommen. Wir sind drin. Jetzt gibt es nochmal die zweite oder die dritte Ladung sogar. Dann gibt es heute keine mehr. So ist halt 3 Stück bis jetzt immer nur täglich vom Cardio. 20 Minuten Cardio stand, dann noch 5 Sätze Bauch. Ganz normal Crunches auf dem Ball. Und ja, sie muss alle spätestens nach dem Bauchtraining wieder. Ich würde sagen, Schnauze halten, let's go. Was, Freunde, jetzt gibt es einen geilen Booster und zwar unser Basic Mäßig One, den Epic Pump, Leute, im Geschmack Sauer Cherry. Schmeckt wie diese Kirschen, nur in sauer und das als Haribo. Also ihr kennt ja die ganzen Haribos, Haribo Kirschen, sauer, richtig, richtig geil. Jetzt heißt Epic Pump rein und dann gibt es ein geiles Rückentraining. Ich nehme euch mit, ist halt natürlich dabei und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Rücken auf euren Nacken, let's go.
Leute, ich habe es jetzt geschafft. Fast durch. Ich war jetzt noch eine Runde Bauch hier auf dem Ball, weil ich ja Bock drauf habe. Und dann sind wir uns gleich draußen wieder. Friends, we fucking made it. Alter, war das ein geiles Rückentraining, ich sag's euch. Also überall Progression gemacht. Und ja, während dem Training zu den Supplementen gab's nichts, außer mein EpiPump davor. Und jetzt gab's Glutamin 15 Gramm, No Stress, 3 Tabs, Zink Magnesium 10 Gramm und mein ISO im Clear. Also nicht das Beer Way, sondern ganz normales Clear. Gab's ganz normal 60 Gramm. Ich mag Blaubeere, einfach mein Favorite. Jeder muss ich auf Insta. Wenn ihr mich auf Insta habt, abonniert mich mal auf Insta. Oder schaut da gerne vorbei, dann seht ihr tägliche News. Und ja, das gab's. Ein geiler Geschmack. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Heimat. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt noch. Oh, da bin ich am Start, Alter. Unter Solimoni. Was geht ab, Freunde? Wir sind oben in der Küche. Und jetzt zeige ich euch, was es gleich zu essen gibt. Da kochen hier meine 150 Reis. Die sind gleich ready. Und dann gibt es hier die nächste Portion, die wird da reingeschoben. Hier gibt es meine 10 Eiklar. Hier sind schon alle easy peasy ready gemacht. Dazu gibt es natürlich immer mein TTT, die Stars, ihr wisst Bescheid. Und als Supplement, ganz, ganz wichtig, Enzyme vor jeder Mahlzeit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn jedes Meal ready ist. 17.02 Uhr geht es los, wie gerade schon gesagt. 150 Gramm Reis, 10 Eiklar mit meinen Gewürzen. Ich schaue wieder euch eine Zeit drauf rein. Davor gab es natürlich eine Enzyme. Und unten habe ich noch Glutamin dazu gesteckt, gerade für die Verdauung wichtig und richtig. Und ein GA, weil die Kohlenhydrate dann besser aufgenommen werden. Let's go! Uhr, nächste 135, 10 Eiklar, nächste kocht wieder meine Portion. Davor gab es dann wieder ein Enzyme und ein GDA und das esse ich jetzt. Let's go. Uhr, Freunde, gibt es nochmal 150 Reis, 9 Eiklar und ein ganzes Ei und das esse ich jetzt. Wir nehmen eine kleine Bärenpause und dann ziehen wir uns richtig wärmen. Freunde, nach der kleinen Pause gab es natürlich wieder eine Enzyme und ein GDA. Und jetzt gibt es meine Linie, 150 Gramm Reis, 10 Eiklar und 250 Gramm frisches Gehack oder Rinderhack, und, also Hack gemischt. Ich weiß nicht, was das andere mit ist, also Rind und das andere, I don't know, I don't care. Und schmeckt geil. Also, pack auf. Uhr haben wir schon und jetzt gibt es das same meal wie das davor. 150 Gramm Rice, 7 Eiklar, nee doch, was anderes, 7 Eiklar, 3 ganze Eier und einmal Rinderhack und das Ganze wurde wieder gewürzt und ich sag's euch, sieht zwar aus wie Kaka, aber schmeckt wie Bombe und es funktioniert. Ja, Friends. Jetzt gibt es noch hier 2-3 Portionen, also 2-3 Schalen, denke ich mal, Beeren mit einfach nur Erdnuss und Butter drauf. Schmeckt richtig, richtig geil. Bevor ihr mich fragt, keine Ahnung, irgendeine Erdnussbutter. Vom Lidl oder Aldi, hat meine Mom gekauft. I don't know, I don't care. Das denke ich jetzt. Schau nicht mehr YouTube. Dann war es das. Dann haue ich mir jetzt Sleeping Dreams rein von Peak. Besser zum Schlafen. Und ja, falls die Nacht noch Hunger bekommen, trinke ich einfach einen Shake oder so. Leute, ich danke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht, was da so geht. Und wo es morgen hingeht. Bleibt dabei, Leute. Danke für den ganzen Support. Ciao, Kakao.